wieder einen Satz verpasst. So langsam müssen wir den Dreh auch raus haben. Ich warte immer, dass du beginnst. Damit ich mein schönes Servus dran klatschen kann. Dass du was du nicht getan hast. Ja, du hast ja nichts gesagt gehabt. Ja, das habe ich auch was gesagt gehabt, so. Wir dürfen den Nexus hier aufwärmen. Wie auch immer das gehen soll. Ja, wir müssen irgendwie hier diese Stasefelder aktivieren, die jetzt momentan noch rot flackern. Klingt gut, ja. Ofenraum. Klingt gut zum Aufwärmen. Schon warm hier schon? Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Weißt du? Das Nexus-Experiment. Ja, hatten wir, glaube ich, schon. Einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Ah, genau, jetzt mal aufgeräumt. Ja. Cool. Da ist aber nichts Neues, da waren wir schon. Wollen wir den Anzug mal angucken, oder? Wir haben noch keinen neuen. Trägst du den schon? Ich hab die Meldung bekommen. Okay. Wir haben jetzt neu, dass da schon wieder was ist. Zu wechseln. Archäologen, Eva und Arktisch. Die hatten wir alle schon, wa? Ja. Ja, ich trage Arktisch, du trägst Archäologen, glaube ich. Den komisch gelben. Aus geheimen Synthetikfasern. Wenn wir schon mal hier sind, upgraden wir gleich mal kurz. Ja. Gut. Bin ja schon fähig. Komm, bloß zwei Dinge. Jo. Jo. Aufwärts. Und ja, abspacken. Ja, abspacken! Ja. Beide Zeit der Kälte, ist das nicht schön. Der Aufzug fährt ziemlich lange. Ja. Anscheinend ein großes Level, das zu laden ist. Ja, oder Bosskampf, mal wieder. Das kann auch passieren. Wer braucht der denn noch? Ach, hier. Echt? Ja. Hier waren wir schon. Kommt mir auch bekannt vor, ja. Hier waren wir zu 100%. Ja, ich glaube, das war nach der. Ich glaube, das war nach der Aufnahme. Ich bin halt sicher, dass es nach der Aufnahme war. Nope. Yep. Und wenn ich dann. Oh, pardon. Ja, ja. So fett bin ich nicht. Genau, wir mussten irgendwie die Batterie finden und. Die hatte ich gefunden, das weiß ich noch genau. Wo ich sie gefunden habe, weiß ich allerdings nicht mehr. Praktisch. Ein Derp zum Anfang. Passt immer gut. Ich glaube, das war draußen irgendwo. Ich weiß wo. Ja, wenn du reinkommst, rechts neben der Tür. Echt? Ja, ich meine schon, da müsste das gewesen sein. Ach so, ja. Die Tür meine ich auch, ja. Warum sind wir so langsam? Ach ja. Lustiger Soundeffekt. Ja, das. Okay, ja gut, dann lauf ich schon mal rein und jo. Du kannst mir dann irgendwie durchs Fenster schmeißen oder so. Nachdem du dich natürlich dagegen die Viecher durchgesetzt hast. Ja, kein Ding. Aber ich hier nicht helfen kann, weil ich nicht sehe. Ich habe einen Raketenwerfer. Ach richtig, ja, Waffen abgesetzt. Na, mal gesehen.
Ich hab ne Rebkur und Magnesenwerfer. Hör auf, mich zu essen! Kopf zertreten, ja! Yep! Du kommst mit. Na komm, lass schnell danach! Okay, das ist echt mies mit so einem Raketenwerfer. Tada! Schon fertig oder was? Ja, Batterie ist eingesetzt. Alles klar. Vertretungsritual? Ja. Weil es so rituell ist. Und mit irgendwelchen Nachwirkungen. Weißt du, irgendwie hat sich die Autofahrt nicht wirklich gelohnt. Bist denn du? Ach ja, richtig, der Fott. Ja. Oh, jetzt kann er wieder. Oh, jetzt ist er wieder stuck in Sätzen, ey. Na, doch, jetzt. Hey, wie stuck in Sätzen? Ja, manchmal braucht der. Bleibt er in der Animation stecken. Zum okay. Hinsetzen. Okay. Ich weiß nicht warum. Ist mir noch nie passiert, glaube ich. Ja, das ist immer, wenn wir gleichzeitig suchen. Ah. Ich weiß nicht warum. Okay, ich sehe noch irgendwas zum Killen. Kommst du? Naja, ich suche hier bloß noch Plünder und so. Was? Was denn? Die Ripcore war vor mir und ist hinter mir explodiert. Ich hab ne Rakete geschmissen. Achso, okay. Die geworfen. Ich dachte, weil mein Ripcore relativ ähnliche Geräusche macht. Platzt. Ja, ich kann uns beide wehtun. Scheiße! Kannst dich umbringen! Fuck! Danke, Obama! Ist die Tür wenigstens wieder auf? Nope! Okay, jetzt kommen wir. So, jetzt kommen die Gegner. Oh Mann, ey. Ey, bleib da. Ich schleudere jetzt aber ziemlich weg. Ja, das ist mein Nietenwerfer oder was auch immer. Das ist Bolzenwerfer. Das Blut platzt. Ja. Blitzendes Blut. Oh, kann man die von hier vielleicht einsetzen? Hey, ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hinkomme. Verstanden? Nee, die ist noch nicht eingesetzt. Ah, okay. Liegt da jetzt irgendwo rum? Nicht mal nach der Greifen mehr. Und ja, ich geh. Nope. Du kletterst schon hoch, okay. Ja, mach ich. Ah, jetzt kommen nochmal Gegner, oder wie? Ja. Geht weg, ihr Mistviecher. Geht er? Gehen die Flammen bis oben? Ne, ich glaube nicht. Ja. Ah, da ist eine Box. Box aufmachen. Da. Kriegst du auch. Was denn wie? Die Box hinter dich geworfen. Ah, okay. Noch ein Medipack, ja. Ist nur, als hätte ich schon 90% meines Inventars auf Medipacks gefüllt. Ja, das ist nicht genug.
Ganz wichtig, der Chip. War ein Chip drin? Ja, hier ist ein Chip drin. Wenn mein Inventar nicht voll wäre. Viel zu viele Medivacs. Ich hab keinen Chip. Komisch. Wo ist mein Inventar auch voll? So, Bots? Ah, Bots, ja. Was denn? Der zeigt bei mir da hinten hin. Hm? Ja, bei mir wird angezeigt, dass hinten ein Deposit ist. Komisch. Macht er bei mir jetzt aber auch, nachdem ich den ersten gesetzt habe. Seltsam. Naja. Hab ja genug. Wirklich seltsam. Was ist? Was darfst du? Muss ich mir Sorgen machen? Offenbar. Nee, nicht nochmal. Dann ist eine Box. Nehmen wir jetzt mit. Gut, Freund Box. Nicht, oder so. Nicht zerstören. Und noch eine. Aber das ist nicht Freund Box, das ist böse Box. Die ist schon kaputt. Hey, die habe ich reingeworfen. Ja. B. Hey, wo ist die hin? Beim Levelladen verschwunden. Freund Box. Timmy! Ja. Was? Immer nur rumkloppen ist auch auf Dauer langweilig bei so einer langen Fahrt. Also ich hätte hier eine Überraschungsexplosion. Wage es nicht. Ja, okay. Ach so, noch ein Chip. Hey, im Tafel, schon wieder. Warum siehst du da Chips? Ich sehe da keine. Möchtest du ein paar Medipacks von mir haben? Ja, du möchtest. Oh Gott. Ja, mein. Ich sehe ja einen Chip mit zwei Clip und einer Feuerrate. Ich habe keinen bekommen. Hat dein Geschenk gehalten. Okay. Ziel ist. Bist du hin? Draußen. Ziel ist immer noch draußen. Komischerweise. Kann eigentlich sein, wir haben noch die Batterie. Du hast doch die Batterie angesetzt, oder? Ja, klar. Ist Außenzugang? Nee, da müssen wir nicht lang. Ja, dann halt wieder hier lang und schauen, ob wir inzwischen die Dinge aktiviert haben, was wir eigentlich haben sollten. Das Versuchobjekt erst vorne steht. Der Questlog sagt auch nichts. Oder ist das Spiel wieder verglitscht? Unmöglich. Hier sind wir noch rot. Ah. Muss er doch wieder nach oben. Leicht nervig. Aber nur leicht. Vielleicht haben wir es geglitscht, weil ich das versucht habe, von draußen einzusetzen. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ah. Ich meine, der Bot war auch verglitscht bei mir, von daher. Ist alles möglich. Wir dürfen jetzt wieder ganz lang Auto fahren. Auto fahren, ja, genau. Ja, mein Auto. Du bist nicht zufällig Piercings oder so. Ein Schulterpiercing hat schon was, ne? Oh, ich kann leider nicht auf dich gescheit schießen. Wenn du schnell genug machst, dann geht's bestimmt. Ja, aber nur makro schnell. Wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Ja. Hier ist. Nein, ja. Nicht am Suchplatz zum Ziel, danke. Ziel geht.
Ja, eigentlich da hinten die Leiter hoch, aber... Nee, wir nehmen den Weg, der dürfte meins kürzer sein. Ziel ist genau hier. Hä? Oh, ich hab's anschalten vergessen. Ah, hell. Und nochmal campen. Yay. Nicht mit dem Bot. Doch, der Bot ist die Macht. Oder doch nicht immer kämpfen, keine Ahnung. War nur ein Gegner. Oh, gut. Also wieder runter. Yay. Wir haben zudem eine Viertelstunde dafür verwendet, eine Batterie einzusetzen. Ja. Heldenhaft. Ist alles in Ordnung? Braucht halt ein bisschen Zeit, ne? Hey, danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Er ist im Moment nicht er selbst. Ja, Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Einen tollen neuen Freund hat die Gute. Naja... Alles grün, alles gut. Erstmal verriegelt, ja, was soll's. Wir wollen eh nicht nach draußen. Doch nicht. Wir müssen uns das vorstellen. Ich will schon nach draußen. Ja, aber noch nicht. Erstmal wollen wir... Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taucht das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Hä? Ja, das müssen wir jetzt ein paar Mal machen. Das soll es einfach verstehen. Ach, müssen wir das in der richtigen Reihenfolge machen? Anteil, ja. Ja. Okay. Das Zeit erste ist, dass wir. Erstes. Ach nee. Da steht eine Zahl. Mach die 2. Die 2. Nee, hab ich eh noch schon gemacht. Aber da oben stand ne. Okay, warte. Na, jetzt geht's. Jetzt muss man 4. Durchziehen, okay. Ah. Oh. Wie durchziehen? Hier gedrückt halten. Ach so, okay. Ja. 3. Ja, glorifizierte Simon Says. Ja. Nein. Nur die Taste gerückt zu halten. Why? Das wackelt. Und bumm. Das ist generell nicht gut, aber. So, jetzt nochmal drücken, wa? Oh. Hey, ich glaube, das hat geklappt! Ja, die Innentemperatur steigt! Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Was? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Ja, ziemlich sicher sogar. Was ist eigentlich mit dem Vorratslager? Wollen wir uns das mal anschauen? Was für ein Vorratslager? Wir haben eine Quest für ein Vorratslager. Ja, aber das ist, wie gesagt, das, wo wir schon da vorbei sind, meine ich. Ganz Tau Volantis. Ah. Wenn es die Klinge bietet, das heißt irgendwo. Ja. Nicht, da man Nebenziele, glaube ich, nicht einblenden lassen kann. Na, geht nicht. Aufzug, Aufzug, ja.
auf jeden Fall. Ja, das nächste Deposit ist hier runter. Ach ja. Ich glaube, es wird Zeit. Ja. Überraschungsladung. Überraschungsladung. Hm. Okay. Nicht? Hallo, Freund. Hier drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Das meine ich. Hm. Es sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Hm, wir finden's raus. Bin bald zurück. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstückeln, um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? Bei mir ist alles okay. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht, aber ich krieg das schon hin. Ja, gut. Die ist irgendwie raketenresistent. Ja, und hat auch kein Problem mit Schnittwunden. Wo soll es hingehen? Da geht's lang. Also gehen wir hier weiter. Warum? Ja? Also mein Questfall zeigt wieder einen Aufzug. Ja, da wollte ich Moment, das Deposit ist jetzt hier. Irgendwo. Hinter. Oh. Okay, dann nicht. Da ist eine schöne Torque-Stange, die wir später benutzen müssen. Können wir auch jetzt schon benutzen? Nö. Achso, das meinst du? Nee. So eine Kurbel. Torque-Stange ist das Ding, was wir einsetzen müssen. Ja, das ist ja auch das Gleiche. Das ist ja auch eine Kurbel. Jo. Hier, ich will den auch zu viel benutzen. Das ist cooler. Egal.